Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Roten Bar zu unserer Reihe Wort und Spiele am Mittwoch. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Veranstaltung. Es ist auch eine Buchpräsentation. Es geht um H.C. Artmann. Schreibe mir meine seltsame Schnell. Briefe an Didi, 1968 bis, kann ich jetzt nicht lesen, 1960 bis 1970. Man kann das schwer lesen hier im Licht. Ja, und die Didi ist die Didi Macher und eine Schauspielerin, die sehr viel für Wien gemacht hat, auch im Zusammenhang mit dem Gemeindehoftheater. Sie ist hier und ich begrüße sie mal zuerst und freue mich, dass du da bist, Didi. Ja, diese Briefe hat der Mandelbaum Verlag herausgegeben und der Dichterkollege Heinz-Jahr Unger hat beschlossen, diese Briefe und Gedichte zu lesen. Und auch da freue ich mich ganz besonders, dass der Heinz bei uns in der Roten Bar ist. Ja, und bevor wir beginnen, werden der Verleger des Mandelbaum Verlages, Michael Moritz Baikulescu und Ulf Bierbaumer, auf die Bühne kommen und einführende Worte sprechen. Viel Vergnügen. Guten Abend, meine Damen und Herren. So. Wir werden uns das Mikro jetzt irgendwie teilen. Noch einmal guten Abend und sehr schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns. Wir teilen es uns lieber. Und bevor ich ein bisschen erzählen möchte, wie der heutige Abend noch ablaufen soll, möchte ich, und bevor Ulf Bierbaumer das Buch dann vorstellen wird, möchte ich noch ein bisschen darauf hinweisen, erzählen, erklären, in welcher Reihe, in welchem Rahmen dieses Buch bei uns erschienen ist. Seit 2 Jahren produzieren wir auch Künstler- und Künstlerinnenbücher. Wir nennen sie Künstlerfabrikate. Das erste im Jahr 2013, im Frühjahr 2013 erschienen, Linde Waber und Bodo Hell im Flug der Tage, aus Anlass des 70. Geburtstags von Bodo Hell. Als zweites ist erschienen Der schweigende Sprachraum von Heinz R. Unger. Auch das haben wir heute, wir haben alle Künstlerfabrikate auch heute am Büchertisch liegen, Sie können sie sich gerne alle anschauen. Die Idee ist, in kleiner Auflage, in limitierter Auflage von Künstlern und Künstlerinnen gestaltete Bücher zu machen, die sonst im Buchhandel wenig Chancen hätten. Und wir haben uns gedacht, dass dieses Buch, Schreibe mir meine seltsame schnell, genauso ein Fall ist. Ein eigentlich, wie ich finde, etwas verrücktes Buch, weil es besteht aus sehr schönen, aber auch ein bisschen verrückten Briefen. Und wir haben uns gedacht, dass der Reiz dieser Briefe auch darin besteht, wie sie ausschauen. Deswegen ist das Buch ein, wenn man so will, Faksimile-Buch. Es sind die Briefe alle sozusagen im Originalzustand abgebildet. Und die Susanne Schmögner hat dazu, wie ich finde, wunderbare Illustrationen geschaffen. Soweit von mir eine Einführung in diese Bücher und in dieses Buch. Ulf Bierbaumer wird nach mir ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des Buches erzählen. Susanne Schmögner wird ihre Beziehung zu H.C. Artmann und zu diesem Buch erzählen. Und anschließend werden Heinz Unger und Peter Rosmanit am Hang, das ist das Instrument, das hier unten am Boden steht, Gedichte und aus den Briefen von H.C. Artmann lesen und spielen. Vielen, vielen Dank.
Ein paar Anmerkungen zu unserem Künstlerfabrikat. Und da muss ich gleich was dazu sagen, dass der Verleger in so liebevoller Kleinarbeit am PC dann letzt fabriziert hat. Das ist eigentlich, ich würde sagen, man kann nichts anderes hier anmerken als großen Dank an den Künstlerfabrikanten. Ein Garten aus Zärtlichkeit wird alle Luft um sie, wenn die Lerche ihren schönen Schrei hochträgt, so ist dies eine liebliche Halbheit gegen sie. Farngrün und fächelndes Gras ist ihre Nähe. So dichtet H.C. Artmann im Sommer 1960 in Kärnten, Klagenfurt-Zelowitz und Umgebung, und es entstehen dann noch einige Liebesgedichte mehr, auch in Wien im Herbst, teilweise letztendlich eingeheftet in den lilienweißen Brief aus Lincolnshire unter dem Zwischentitel Auf meine Klingen geschrieben. Es handelt sich insgesamt um jene legendäre erste Sammlung damals auffindbare Gedichte aus 21 Jahren, die Gerald Biesinger 1969 für den Suhrkamp Verlag herausgegeben hat. Der Zwischentitel ist von Artmann und findet sich bereits in der eher willkürlich getroffenen Gedichtauswahl Verbarium im Otto F. Walter Verlag 1966. Drei Gedichte daraus hatte schon 1961 Hubert Fabian Kulterer in seiner Kunst- und Literaturzeitschrift Eröffnungen publiziert, damals unter dem Titel Gedichte in eine Klinge zu ritzen, Kärnten 1960. Und Artmann hatte diese Gedichte analog zu wunderschönen Liebesbriefen datiert und der Adressatin beigelegt. Briefe an die angehende Kärntner Schauspielerin, die gerade eine Gelbsucht auskurieren musste und die der Dichter regelmäßig besuchte an ihrem Krankenlager. Und seine epistolären und lyrischen Verbarien wurden ergänzt durch Postkarten, ausgerissene Karikaturen, durch Zeilen in Sanskrit-Schrift, die die beiden schreiben und lesen konnten. Beide haben es beim Tibetologen Ernst Steinkellner das gelernt. Sowie durch getrocknete Sommerblüten verziert, einfach ein Sehnsuchtsherbarium. Und natürlich gab es auch briefliche Antworten des geliebten Lancelot, wie er dieses Mädchen nannte. Die sind, wiewohl fein gebündelt und verschnürt, in den vielen Übersiedlungen des unsteten Dichters verloren gegangen. Vielleicht noch kurz, was war damals eigentlich los in Kärnten 1960? Da gab es den Tonhof in Mariasaal, ein kleines Herrenhaus mit verwunschenem Park, wo Meyer und Gerhard Lampersberg, die Mäzenatin und Sängerin auf der einen und der Avantgarde-Komponist auf der anderen Seite, residierten. Im Tonhof, vulgo Lusthaus, gingen Berühmtheiten wie Friedrich Zerha und Christine Lavand ein und aus, aber auch kaum noch Bekannte wie der junge Thomas Bernhard und der noch jüngere Peter Turini, dessen italienischer Vater eine Kunsttischlerei betrieb. Artmann stand schon 1956/57 mit der Hausherrin und dem umtriebigen Lampersberg in Kontakt. Briefe und Fotos gibt es da in einer St. Veiter Literaturzeitschrift Fidibus. Da kann man das nachlesen, 1992 herausgekommen, 20. Jahrgang. Und 1960 werkte dann dort auch das Theater im Tonhof. Zerha komponierte und dirigierte, Lampersberg komponierte, unter anderem zu einem Text von Bernhard Die Köpfe, später übrigens, wie sich die Kreise eben oft schließen, mit eben dieser angehenden, dann schon fertigen Schauspielerin, auch für das Fernsehen produziert. Artmann entwarf Texte für einen Theaterabend mit Musik von Lampersberg und Ernst Kölz und Herbert Wochins, der Vielreisende in Paris tätige, und dann leitete der Kärntner das legendäre Avantgarde-Theater am Fleischmarkt in Wien, der führte Regie.
Mit der Wiener Gruppe, auch Leitner Bayerrühm Wiener in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die einzige literarische Avantgarde in Österreich, verband Artmann die Liebe zu den Surrealisten und damit auch die Lust an der Dekonstruktion der Dialektdichtung beispielsweise, aber auch des Theaters. Er zerlegte die Commedia dell'arte, die Wiener Hanswurstiade, das Kasperltheater, das Ritterstück, das Volksstück, das romantische Schauermärchen, das Puppenspiel, in seine Versatzstücke, die er witzig und ironisch, lyrisch und kritisch wieder zusammenfügte. So etwa in Kein Pfeffer für Tschermak, ein Votivsäulchen für das goldene Wiener Gemüt im Untertitel, 1954 als Volksstück bezeichnet, und in Die missglückte Luftreise, ein Kasperlstück samt einem Nachzug, 1955. Oder auch in Lassi und Mustika, 1961, einer von seinem Schwedenaufenthalt inspirierte Komödie mit Zigeunerin, Clown, einer Art Rotkäppchen und auch Dracula, den Artmann bei der Uraufführung in der Wiener Studentenbühne Die Arche in der Ebendorfer Straße selbst spielte. In Lederhose und rotkariertem Hemd, ein steirisches Hütl am Kopf und grausige Miam-Miam-Miam-Miam-Töne ausstoßend. Ungefähr zwei Jahre früher, in der Spielzeit 59-60, hatten dort Kein Pfeffer für Tschermak und Die missglückte Luftreise ihre Uraufführung erlebt. Das Publikum kannte Artmann damals noch nicht und als der Regisseur Friedrich Zauner, später ein sehr bekannter Romancier, auf die Bühne kam, hielten sie ihn für den Dichter. Der immer mehr nomadisierende Literat Artmann hielt sich damals noch viel in Wien auf, bei der Mama im Bratensee oder bei der genialen Kostümschneiderin Erne Wobig, einer slowenischen Kärntnerin, die auch die wundersamsten Märchen ihrer Volksgruppe zu erzählen wusste. Sie schneiderte überdies für die armen Künstlerinnen in Wien meist umsonst aus Resten und billigen Stoffen Kleider nach modernster Pariser Mode. So auch für die genannte Aktrice ein Sackkleid und ein Ballonkleid, die hierorts großes, meist gar nicht freundliches Aufsehen erweckten. Sie stellte H.C. Artmann, die Reinhardt-Seminaristin, vor, im Café Havelka naturgemäß, wo denn sonst? Und so begann die Liebesgeschichte, wie sie im vorliegenden Band in Briefen und Gedichten erzählt wird. In ihren Strohkoffergesprächen, im Solnay Verlag 98 erschienen, fragt Maria Vierlich H.C. Artmann, Sie haben bei einer Lesung schmunzelnd gesagt, meine Liebesgedichte sind artifiziell, ich bin nie verliebt. Darauf der Dichter, naja, das sagt man halt so, aber es gibt Gedichte, die habe ich alle für die Didi geschrieben. Die Didi war ein wunderschönes Mädchen und ich finde sie heute noch witzig. Das ist alles Erotik, es gibt ja nichts anderes. Die Schauspielerin ist der Dichtung Artmanns treu geblieben. Als Mitglied des Josefstädter Ensembles spielte sie später im kleinen Theater der Josefstadt im Konzerthaus Das Mündel in Kein Pfeffer für Tschermak mit dem Kärntner Komödianten Georg Bucher als Kreisler. Und als Impresaria des Fotheaters, Gemeindehoftheaters, Gastspiel im Rabenhof, spielte sie den Kasper als Luftchauffeur in der missglückten Luftreise, sowie die liebe Fee Pocahontas in der fantasievollen Ausstattung von Susanne Schmögner. Da trifft sich wieder etwas mit dem Buch und natürlich mit dem immer noch begeisterungsfähigen HC im Zuschauerraum. Und in der Direktionszeit von Emmy Werner am Wiener Volkstheater erzählte sie dann im Spielraum am Plafond eine Auswahl der Traumgeschichten aus der grün verschlossenen Botschaft. Ich weiß nicht, ich glaube, dass der Heinz Unger auch was daraus lesen will. Zu der wundersam verrückten Musik damals des Posaunisten Bertel Mütter, der auch schon im Rabenhof aufgetreten war mit diesem Ensemble. Und so schließt sich noch einmal der Kreis. Es sind Zeugnisse einer dauerhaften Künstlerfreundschaft, die im vorliegenden Buch mit vielen Faksimiles wiedergegeben werden. Schreib mir meine seltsame schnell. Und die seltsame ist, wie Sie inzwischen wissen, auch im Publikum und sicherlich auch zu Gesprächen bereit. Ich danke jetzt vorerst einmal und würde mich sehr freuen, wenn die Susanne Schmögner
ein bisschen etwas zu Ihren wunderbaren Illustrationen, Vignetten, ironischen Schnipseln, die in diesem Buch von Anfang bis zum Schluss durchlaufend publiziert sind, ein paar Worte sagten. Wahrscheinlich auch etwas zum H.C. Atman, mit dem sie ja auch einiges zu tun hat. Liebe Susanne, ich darf dir dieses wunderbare Mikro, willst du es höher haben oder passt es so? Man wird schon etwas hören, nie ohne meine Tasche, möchte ich dazu sagen. Und ja, danke vielmals, so in etwa. Ja, ich bin das überhaupt nicht gewöhnt, ich meine, ich überhaupt nicht. Und deswegen ist es sehr seltsam für mich hier. Aber ich wollte nur sagen, dass ich mich freue, dass das Buch entstanden ist. Ich kenne den HC schon lang, aber natürlich nicht so wie Didi, sondern eigentlich mit meinem Mann, den Walter Schmögner, damals, die waren sehr befreundet, der HC und er. Und wir sind nach Frankfurt, also Buchmesse gefahren. Also da sind sehr viele Doppler Apéwohl hinuntergeflossen für uns alle. Und so kenne ich ihn als lieben Freund immer schon. Und ich habe mit der Didi versucht zu klären, wie wir einander kennengelernt haben. Wir haben es beide nicht klären können an der Theke vor kurzem. Ich weiß nur, dass die Didi mich einmal gebeten hat, für HC, also die Kasper-Stücke zu machen im Rabenhof. Und das habe ich gemacht. Und zwar sehr gern, weil ich den HC, wie gesagt, sehr mochte und auch seine Stücke und all seine Literatur sehr mochte. Und freue mich, dass dieses wunderbare Buch eigentlich so entstanden ist, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Also danke an den Verleger, dass er das so schön gemacht hat. Ja, und nicht guten Abend, sondern gute Nacht inzwischen ja schon. Guten Abend. Ich freue mich über diese Gelegenheit, mit Peter Rosmanit zusammen einen poetischen Abend zu verbringen, weil wir werden versuchen, eine Verschränkung zwischen Poesie und Instrument herzustellen. Das Instrument ist das Hang, ein geheimnisvolles Ding, eine Schweizer Erfindung, die, wie ich gerade gehört habe, nicht mehr produziert wird. Peter, du beginnst. Mit einer vorgedruckten Postkarte, mit aufgedruckter Marke, wie das damals üblich war, als es noch kein SMS gab, mit dem Poststempel Klagenfurt 16.08.1960, adressiert an eine Demoiselle Didi Macher. Liebe Didi, durch Anruf deiner Frau Mama erfuhr ich, dass du krank geworden bist. Ich will allen Heilgöttern eine Arzneiblume opfern, damit es bald wieder weg ist. Ich sitze jetzo im Garten des Gasthofs zur Post und schreibe Gedichte. Das Wetter ist schön, die Zeit 5 Uhr und ein Hahn kräht
in den Brennnesseln. Bald darauf folgt ein Brief, datiert mit 31. August, mit der Anschrift: Lieber kranker Kolibri. Offenbar hat der Kolibri mittlerweile brieflich seine Krankheit erklärt und HC schreibt: Verzeih mir bitte, aber ich hatte gedacht, du seist wegen des Regens nicht gekommen. Ich bin schon ein äußerst dummer Mensch, nicht wahr? Nun, mein wilder Wein, meine Pelagoninnen-Erscheinung, du schüchterner Tiger, Birkenbäumchen, Wasser, Fischin und so weiter und so weiter. Schau dazu, dass du bald wieder auf bist. Wäre ja schad um so eine gute. Ciao, Hans. Dann ein Brief vom 7.9. überschrieben mit 7 Uhr morgens. Mein ganz wunderbarer Engel, der allabendlich aus einem Fliederbusch vor dem Stadttheater steigt. Ich war heute den ganzen Tag in Italien unten und habe aus Zorn und Schmerz Wein getrunken. Dann bin ich wieder in Maria Saal angekommen und vermittelte mir einige Stamperln Apfelschnaps. Ich versäume keinen Abend, ohne stillschweigend an deinem Fenster vorbeizugehen, um nachzusehen, ob Licht ist oder nicht. Ich freue mich wahnsinnig über deinen Brief. Ich hatte auf dem Weg vom Autobus nach Maria Saal, der Vollmond war weiß und das Rindvieh wie Spielzeug aus Schatten, seine lieben Feen und Elfen und die schöne Feenkönigin gebeten, Gutes von dir zu hören. Ich will dir Blumen der Welt ausreißen und will sie vor alle Bäume der Welt legen, damit du bald wieder gesund bist. Ich küsse deine Füße und deine Hände. Ich müsste dir ein reines weißes Blatt Papier schicken, um dir gerecht zu werden. Ein Anhang um 1:30 Uhr morgens. Jetzt werde ich schnell noch eine Blume für dich stehlen. Die Nacht ist wunderschön, der Mond ist so, als hätte es nie einen Sputnik gegeben. Der Sputnik ist zyrillisch geschrieben. Den ich hier zum Schreiben benutze, steht rechts eine kleine Vase mit sehr zarten Dahlien, Steinnelken und gelben Löwenmäulchen. Links aber, um die Harmonie zu erhalten, liegt ein lila Brief, der mit den Buchstaben vollgeschrieben ist, die ich am meisten liebe. Ein Glas Wein ist gut. Zwei Gläser Wein sind gut. Drei Gläser Wein sind gut. In Summe, Wein ist gut, wenn man ihn mit klarer Vernunft trinkt. Ich habe mich gestern daran gehalten. Ich habe nach der Gerhard-Rühm-Lesung 4 Glas Wein getrunken und an dich gedacht und dann gedacht, dass du nur einige 120 Meter in deinem Bett liegen musst und den Regen hörst und den nahen Herbst, und das sollte nicht sein. Und einen Herbst gibt es gar nicht und einen Regen auch nicht. Und krank sein ist eine Sache,
der einem das Wiedergesundwerden verschafft. Es ist so viel Mondlicht in den Nächten, wenn der Mond voll ist. Du bist ein liebes Mondlicht, das mir das Blut wie rote Seide fließen macht. In den Karawanken sind alte Bergwerke mit aufgelassenen Stollen darinnen. Da graben noch immer winzig kleine Leutchen mit venezianischer Aussprache. Buongiorno, buongiorno. Lieber Sonnenfaden, sagen sie, wenn sie wieder ans helle Tageslicht kommen. Bist du auch mein helles Tageslicht? Die Glinde Macher. Ledig, angenehmes Äußeres, Reinhardistin, regelmäßig verkühlt, arm, reich an Vorzügen, an Birkenwäldchen erinnernd. Ich verurteile sie wegen Hexerei, Zauberei, Multicolora, Magie, Versetzung in qualvolle Zustände, Antixundismus. Zum Scheiterhaufen, Nachsatz. Es soll aber nicht angezündet werden. Und aus 37.000 ausgesuchten Rosen bestehen. Ein bisschen stechen wären's vielleicht schon. Der Tonhof ist ganz leer. Die Vögel sind alle ausgeflogen. Der Lampersberg ist ein weißer Knauser geworden, der Ruhm ein blasser Rabe und seine Frau ein Wiedehopf mit Stelzen aus Koloraturnoten. Und sie fliegen von Baum zu Baum, von Dach zu Dach, von Hut zu Hut und sind verzaubert und fort in der weiten, weiten Welt. Und in den Karawanken geht ein kleiner Zwerg herum, der heißt so ähnlich wie Scarabacci. Er hat immer einen Haselzweig in der Hand. Damit schlägt er an die Rinde der Bäume. Das soll wie eine Orgel klingen. Ich will heute versuchen, es ihm gleich zu tun. Ich werde abends an der hohen Mauer vorbeigehen und mit einem armen Regenschirm an der Wand kratzen. Wenn ich Glück habe, so klingt das durch Zauberei auch so schön wie das Haselreis an der Baumrinde. Und du hörst es und wirst bald wieder frisch und gesund wie ein Fisch in einem guten, klaren See, ohne Badern, Motorbootisten und Anglern. Meine liebe Forelle, schlaf gut. Hans. Demi Corazon, du Schlagader meines Herzens, du bist die weiße Stadt nach 1000 gräulichen Abenteuern. Liebe Didi, heute ist sogar das Wetter wunderbar. Weibersommer fliegen mir vor der Nase über dem mystischen Otterkring, einziger Platz Wiens, den ich lieb habe, spannt sich der Himmel. Wie ein Andenken an den Kronprinzen Rudolf. Rindsäugige Mestizen, wahre Zyklopen, auch wenn sie zwei Augen haben, gehen nach dem Wienerwald hinaus. Ein Sonntag ohne dich, eine Halbheit, eine gezuckerte Träne, ein gesalzener Honigtropfen, ein traurig-komisches Etwas. Heute werde ich ins Kino gehen.
ein Glas Wasser, nach Skribe, glaube ich, Gründgens und Lilopulver, das dürfte nicht schlecht sein, nicht wahr? Dann eine Karte aus München, die erzählt, dass er in Gedanken Gefühle verstrickt, sogar die Frankfurter Buchmesse versäumte. Er schreibt da, liebste Tilly, hier habe ich leider niemanden vom Verlag angetroffen. Alles, was Flügel hat, ist nach Frankfurt auf die Buchmesse. Nachzufahren rentiert sich nicht, da die Lektoren bereits Montag, Dienstag zurückkommen werden. Also warte ich ab. Ich werde gegen Mittwoch wieder in Klagenfurt sein, wenn du doch dann schon wieder gesund wärst. Bitte schreib mir nach Maria Saal. Ich hätte so große Freude, fände ich einen Brief vor dir vor. Du bist ein schönes Wunder. Alles Liebe und werd bald gesund. Hans. Ein Brief aus Wien vom 7. Oktober 60. Liebstes, gestern bin ich in dieser fremden Stadt angekommen. Heute ist der Himmel grau und es regnet, regnet, regnet. Mir ist es aber ganz gleich, ob Schönwetter in die Landschaft gezeichnet wird oder nicht. Ich halte es hier keine 3 Tage aus, vielleicht, wenn du da wärst. Keine Blumen um sich zu haben, ist ein kaum erträgliches Leben. Das kannst du mir glauben. Noch dazu, wenn die Häuser vor deinen Augen 20 bis 30 Meter hoch und dreckig und speckig in die niederen Wolken wachsen. Ich möchte am liebsten die große Botanik von Linné durchstudieren und aus allen Namen, die ich darin finde, ein Extrakt, ein Elixier, irgendwas Alchemisches hervorbringen. Ein armes, bescheidenes Surrogat für dich, solange ich hier bin. Von hier kann ich dir außer meiner Liebe nichts weiter durch den Herbstwind schicken als einen Kuss aus Regen, Nebel und Verkühlung. Werd bald gesund, dein Hans. Aber bald darauf, am nächsten Tag, entstehen Gedichte an sie. Ein Garten aus Zärtlichkeit wird alle Luft um sie. Ein Morgenrot und das Sehen eines Bächleins im Mai. Ein sich Erinnern an die jungen Rehe des Waldes, wenn die Lerche ihren schönen Schrei hochträgt, so ist dies eine liebliche Halbheit gegen sie. Fern grün und fächelndes Gras ist ihre Nähe. Einen Strauch will ich setzen in mein Erdreich und jedes Blatt, jede springende Knospe ein Abbild von dem, das mein Mund nicht zu zeichnen vermag.
und Nebel und Mond und die Apfelzweige lasten schon über dem Land der Herbstwiesen. Ein Zelt ist mein Wunsch, gerade groß genug für zwei, geschnitten aus der Äußerlichkeit unserer Körper. Schaut je ein Auge so weit? Innerhalb dieser Festung warte ich auf sie. Bangfast, schwankend, wie ein Bussard zwischen Regen und Mord, wird sie kommen? Wird mein Ruf sie locken? Wird die Magnetnadel meines Wünschens unser Zelt dicht nähen? Ich habe drei Hirsche am Waldrand gesehen. Langsam durchhuften sie das Zwergengedämmer von Moos und Farn. Ich habe ihren dunklen Schrei mit meinem Blut, mit meiner Haut und der Sehnsucht meines wartenden Mundes vermischt. Kein Zauber ist mir fremd geblieben. So gehen meine Tage nutzlos dahin und der Regen träumt sich ins Fell der braunen Felder. So lässt sie ihre Hand aus der meinen sinkend, eine Tulpe im Schatten, ein Vogel, nachtmüde im Baum. Wie ist mir das Lied geworden? Was änderte die Sprache seine Musik? Was geschah an den Brauen seines Reims? Das Geläute in den Abendbergen, der Nebel im Seelandmorgen, wer liebt mehr als ich? Vom 10.10.60 ein Brief. Liebste Didi, alles Liebe einer kleinen Nachzüglerschwalbe ins Gefieder, damit sie dir durchs Fenster bringt, tu ihr nichts, sie kommt von mir. Ich wollte gestern wieder zurückkommen, aber die Umstände hier sind so arg, dass ich noch einige Tage wohl wert bleiben müssen. Vorgestern habe ich einen netten Zahlungsbefehl von der Polizei bekommen, dass ich sofort 400 Schilling zu bezahlen habe, widrigenfalls sich 4 Tage, also auch sofort, en prison zu wandern hätte. Dabei habe ich mich damals nur für Freunde eingesetzt. Die sind natürlich niemals zu meiner Werdefundierung aufgetreten. Naja. Was mir aber wieder mit Freude auffällt, dass ich seit 3 Tagen eine ganz neue Serie Gedichte schreibe. Ich brauche nur an dich zu denken. Und wann täte ich das nicht? So schreibe ich eins um das andere. Ich weiß zwar nicht, wie sie ankommen werden, aber immerhin, sie gefallen dir, dann genügt es mir. Heute ist ein wunderschöner Himmel draußen. Ich wäre so gern in Klagenfurt, wo ich einige Stunden am Tag wenigstens bei dir sitzen darf. So vergeht ein Tag um den anderen und es wird bald November sein. Du wieder in Wien und wir beide in Wintermänteln. Wer hätte das gedacht, als wir am See mit dem Boot fuhren? Ach, ihr Wassermänner und Schlingpflanzenbehauser, ihr Fische und Tiefseeschnecken. Gedichte vom gleichen Tag. Wenn ich durch die Nacht gehe,
bin ich dem Mond immer Freund. Früher war er mir teuer. Es freut mich kein Stern mehr, nicht die rauschenden Wipfel, noch das Klingen im Waldbach. Bezahlt habe ich mein Fernsehen, sein von einem Mädchen mit dem Licht meiner Fröhlichkeit. Wie der Flug der Wildgans war sie, dem ich von einem schönen Hügel mit traurigen Augen nachfolge. Wie das Geflimmer der Forellen zwischen Kieselwasser und Sonne. Jeder Fischer versteht mich. Es ist kein Ding in der Welt, darin ich sie nicht erblicke. Ich erblinde an Linien. Kein Blatt, kein Halm, kein Ried, kein Wachsen von Blumen, das mich nicht an ihre Anmut erinnert. Liebste Didi, hier in Wien warte ich Tag für Tag auf dieses verdammte Geld und es kommt und kommt nicht, ich bin schon ganz sauer. 3 Tage wollte ich hier bleiben und nun sind es schon fast 2 Wochen. Liebstes, wenn ich nicht bald das Geld kriege, gehe ich Autostopp fahren und wenn mich dabei der Teufel holt. Ich würde letzterem sofort ein Gentleman Agreement abschließen, wenn er doch nur auftauchte an irgendeinem stillen Abend. Ich schreibe noch immer Gedichte, ich versuche alles das, was ich dir nicht in die Briefe legen darf, eben im Gedicht unterzubringen. Was mich anbetrifft, so haben mir irgendwelche Zauberer und Hexen trockenes Herbstlaub rund ums Herz angehäuft, angezündet und so brennt es langsam wie eine Pfeife Tabak und treibt mir den Qualm in die Augen. Es brennt sehr. Alles Liebe, Hans. Und das Gedicht vom gleichen Tag. Meine Freude und meine Ehre bist du. Ein zauberhaft erworbener Goldvorrat, reicher als alle Bergwerke Kolchis. Ich habe die schwarze Küste der Trauer leicht hinter mir gelassen, ein alter, gebrauchter Schuh. Darum klagt der Rabe. Was schert mich dieser Vogel? Mein Engel mit den Blumenhänden, ich habe eine dunkle Zwiebel vergraben. Aus ihr geht nun ein schlechter Stern hoch. Ich aber habe die gute Sonne von vor mir. Es mag der Rabe meiner Fahrt folgen, die Pest seinen Flügeln. Wozu habe ich meine Flinte und das schöne Pulverhorn aus Messing, dazu das schnelle Blei in der Luft. Ich will beide Hände in die Hosentaschen stecken und Salz einatmen aus dem pfeifenden Seewind. Der kommt mir fröhlich entgegen, wenn mich das Schiff in das Land deiner Apfelgärten bringt.
Brief vom 22. November. Meine gänzlich liebe Didi, heute ist bereits Mittwoch. Die Grazer haben umdisponiert auf den 6. Dezember und schon früh morgens war der Exekutionsbeamte, Hölle und Teufel, da, um mir alles, was ich an armseligen Sachen besitze, mit Zettelchen vollzukleben. Man will diesmal wieder 301 Schilling von mir. Ich weiß nicht, für welche Sache, ist auch ganz gleich. Ich bin schon drauf und dran, alles hinzuschmeißen. Wie soll ich nun wieder nach Klagenfurt, wenn Sie mir hier das Letzte abknöpfen? Ich weiß noch nicht einmal, wie ich das Geld für eine Marke herbekomme. Und der Staat verlangt und verlangt. Gerade jetzt wäre ich so schön am Schreiben gewesen. Ich will das Stück fertig bringen, das ich begonnen habe. Steinkellner hat gestern in der Sezession darin gelesen und er war begeistert. Es gefällt ihm scheinbar doch. Weiß Gott, vielleicht sagen Sie das alle auch nur so. Ein Monat später eine Karte, diesmal aus Klagenfurt nach Wien an Fräulein Dietlind Macher, Reinhardt-Seminar. Es schneit und schneit, die Wälder haben einen Gupf, ich habe einen Gupf, alles hat einen Gupf kalten Schnees. Am 6. Februar des folgenden Jahres gibt es einen Brief mit dem Absender Bronislavius Brenotetschnik. Nicht Maria Saal. Mein lieber, schöner Lanzilotto, vielen Dank für deinen auf so surreale Weise mir zugesandten Brief. Leider konnten wir letztes Mal nicht mehr sprechen. Alles ging so presto, subito. Du sprangst in die Straßenbahn und mit dir die zwei Bücher. Ich bin damals auch recht geladen gewesen, viel Wein und Cognac. Sonst aber war es äußerst flau, der Jahreszeit gemäß halt. Wenn du glaubst, ich hätte dir vergangenen Sommer allerhand Schnurren und Schnaken angebunden, so ist das eine gänzlich falsche Vermutung. Wahr ist, dass ich dir einiges verschwiegen habe. Allein das ist doch keine Lüge. Fragezeichen. Ist es vielleicht doch eine? Aber was hätte das für einen Sinn gehabt? Schau, ich hätte dann niemals diese Gedichte geschrieben. Du schreibst, dass sie dir gefallen. Und glaubst du, sie sind erlogen? Ich habe nichts vergessen, aber ich habe trotzdem versucht, alles möglichst wenig mit wenig kitschiger Melancholie zu tragen, etc., etc., und wie es so heißt. Ich habe dir damals im Havelka einen Wisch gezeigt, um dir klarzumachen, dass ich es ehrlich meine, so sagt man doch. Mehr vermag ich nicht zu tun. Glaub's oder glaub's nicht, ich mag dich trotzdem sehr gern, oder wie man so sagt. Zum Teufel! Manchmal möchte man dir deinen glatten Hintern aushauen, jawohl! Lass von dir hören, du abscheuliche, zuckerkranke, gekränkte Leber. Servus. Ein Brief aus Berlin-Charlottenburg, 5.6.62, zwei Jahre später. Um diese Zeit bist du wohl auf der Insel Ischias und sonstig in Sonne und Mond. Hier ist es wahnsinnig kalt. Der Regen seit 10 Tagen, kaum ein Stück blauen Himmels zu entdecken, wie im Februar. Ansonsten geht's mir gut. Bin wohl etwas isoliert. Weiß Gott,
Es gibt so wenig interessante Leute auf der Welt. Vielleicht 5 oder 6 und die nur alle paar Jahre einmal irgendwo. Ich habe im letzten halben Jahr tatsächlich genau 10 Kilo abgenommen, was man aber nicht so sehr merkt, vielleicht ein bisschen schmal im Gesicht. Naja, ich war lange Zeit im höchsten Norden, Lappland, finnisch-russische Grenze und habe dort sehr karg gelebt. Es ist keine Kleinigkeit, Märchen zu sammeln, Didi. Das glaubt man nur. Außerdem war die klimatische Verfassung dieses teuflisch-borealen Landstrichs wenig dazu angetan, freundlich, jovial korpulente Herren zu erzeugen. Atomschnee etc. Der Geigerzähler schlug im Dezember 61 wie seinerzeit mein Herz, Herz ist immer gut, im August 60 vor dem Klagenfurter Stadttheater. Ein weiterer Brief aus Berlin, das sind natürlich nur Ausschnitte aus Briefen, das würde sonst bis morgen früh dauern. Ich bin erst gestern ganz plötzlich nach Finnland, ich bin erst gestern von Helsingfors nach Berlin zurückgeflogen, musste vor 14 Tagen ganz plötzlich nach Finnland, weil ich wahrscheinlich einen Band Gedichte in schwedischer Sprache veröffentliche. Inselverlag will einen Band auf Deutsch herausbringen, und zwar die Gedichte, die ich damals in Klagenfurt schrieb und die du ja selbst immer als erste gelesen hast. Teuflisch und gar nicht in meinem Zauberkästchen vorgesehen war es, dass ich so über Hals und Kragen nach dem Norden absegeln musste und zwar durch die scharfe blaue Luft wie eine sagenhafte Wildgans, wo ich doch so gerne nach Klagenfurt hinunter wäre. Hier ist viel los, werde im Herbst allerhand Theater erledigen. Sendungen werden gemacht, zur Berliner Akademie soll ich vorgeschlagen werden, Television, gesellschaftliche Verpflichtungen, Salonlöverei, Schmocklokale etc. etc. Aber glaub nicht, dass ich mich besonders fröhlich fühle, obwohl ich es müsste. Das waren halt noch Zeiten, als ich von Maria Saarland ein gelbsüchtiges Lager fuhr. Scheußlich und trotzdem irgendwie ein Herbst eben. Wie könnte denn der auch anders sein? Ich bin ein verdammter Narr, Didi, das weißt du ja selber. Ich brauche dir gar nicht zu sagen, so ist es nun einmal. Muttermal aller Mondsüchtigen etc. etc. In Italien wirst du dich ja recht braun gebrannt haben. Das, die Farbe, hätte ich so gern gesehen an dir. Du weißt, wie dir das passt. Du wirst immer so lieb, schmal im Gesicht. Baden warst du sicher und geschwommen, bist du wahrscheinlich wie ein Forellen- oder Lachsweibchen. Teufel, was haben die Meerkreise und Wassermänner dazu gesagt? Hat dich Gott sei Dank keiner am Fuß erwischt, oder was? Alles Liebe, Geld, Hans. Da ist ein Brief mit viel Geheimcode in Sanskrit-Buchstaben. Der ist so wie die geschwärzten Berichte der Parlament. Was davon erkennbar ist, er schreibt wieder, was ist da eigentlich mit dem Lampersberg los? Was erzählt der denn da? Ich bin zwar nicht sehr erstaunt, dass man mich anscheinend Sanskrit, allein davon hatte ich keine Ahnung. Na servus. Ich glaube, diese Burschen wollen mich in den Schulturm sperren, das steht ihnen so passen. No, Sir, da meide ich doch lieber das liebe Vaterland. Hier ist es schwül und die märkische Heide braut ihre eigenen Föhncocktails. Mein Kopf ist immer 2 Meter über dem gestärkten Kragen schwebend. Ich war ja vor einer Woche in Finnland oben.
Davon mehr in meinem nach Salzburg gesandten Brief. War kühler und mehriger, da am Meer liegend. Draußen in den Charlottenburger Straßen, breit, nobel, sehr preußisch, neben wehen die Linden, ganz starke Düfte, die Sonne drückt aufs Haupt. Ich bin immer in einer traumhaften Über-dem-Boden-Stimmung, eigenartig, wenn man so sein Teilchen sibirischen Atomstaubs abbekommen hat. Ich war 2 Monate im Winter bei Kirkenes und am Inarissee, läppische Lappenmärchen sammelt. Lappische Märchen sammeln. Seit dieser Zeit ist mir so vieles aufgegangen. Weiß ich, wie das noch alles enden wird? Vielleicht fahre ich zum Polarstern und entführe dich dorthin. Einen ganz lieben Gruß, Rinaldo. Esmeralda, teuerste Zigeunerin, Komödiantin. Danke für deinen lieben Brief. Vor allem, ich habe immer die große Vorstellung gehabt, nach Kärnten zu kommen. Ich hatte nicht vor, sowieso nicht zu kommen. Allein die Umstände sind es ja immer, vereitelten diesen Anschlag fürs Erste. Wann ist die Premiere und wann fährst du hinunter? Ich würde nach Salzburg kommen und dich mitnehmen und auf die Gefahr hin, in den Stuhlturm gesteckt zu werden. Bitte schreib mir sofort express, wie und wann. Meinen Brief wirst du nun wohl schon durchflogen haben. Durchflogen, ach ja, fliegen. Vielleicht fliege ich. Ich würde dir vorher noch alles mitteilen, depeschieren, wie man in der alten, noch aufgeklärten Welt gesagt hätte. Ich lebe hier, wie man so sagt, in Freuden. Schreibe manch Gedicht, trinke Aperitifs, bummle am Kudamm umher, schaue mir kinematografische Vorstellungen an und werde ununterbrochen von Herren belästigt. Was muss ich doch für ein junger Mensch sein? Gestern hatte ich wieder eine Sendung beim Radio Freies Berlin. Furchtbare Steuern ziehen die einen ab. Allein die Honorare sind so, dass man mit unserem teuren Vaterland verglichen Schilling mit D-Mark 1:1 ausbezahlt. Ich bitte dich, meine Seltsame, schreib mir doch gleich. Ich warte auf deinen Brief wie Noah auf die Rückkehr der Sündflut-Taube. Dein vollkommen konfuser Hans. Thank you.
10 Jahre später, am 18.10.1970, kommt ein mit krakeliger Schrift beschriebene Postkarte aus der Schweiz an. Liebe Dietlinde, liebste Schneeblume, hier ist ein schöner Herbst in allen Bäumen. Ich trinke mich langsam ins kühle Grab. Bis dahin alles Liebe, HC. Bedanken tue ich mich zuerst bei dir, beim Mandelbaum Verlag, der uns so ein schönes Buch ermöglicht hat. Also das war so harmonisch. Natürlich haben wir alles, ich weiß nicht, mit der Susanne dreimal gearbeitet, mit dem Heinz Unger. Wir haben so viele Sachen gemeinsam gemacht. Es sind alles Künstlerfreundschaften. Und das merkt man, weil das so dicht wird. Und wie der Rosmanit jetzt das ein wunderbares Instrument gespielt hat, sagt die Susanne Schmögner zu mir, schau, das ist wie meine Kugel für die grün verschlossene Botschaft. Alles schließt sich zusammen, alles bleibt beieinander. Und ich bin ganz, ganz tief bewegt, muss ich sagen. Danke. Ja, auch ich möchte mich bedanken bei der Didi, beim Ulf, bei der Susanne Schmögner. Es war für mich auch eine wunderbare Zusammenarbeit und es hat wirklich viel Freude bereitet, an dem Buch zu basteln. Selbst am Computerbildschirm waren die Sachen noch wunderschön. Vielen, vielen Dank. Das Buch können Sie signiert in einer limitierten Auflage von 199 Stück. Sie können es sich am Büchertisch anschauen, natürlich auch käuflich erwerben. Man bekommt es auch im Buchhandel. Vielen, vielen Dank.